Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Airline Tycoon Deluxe Folge 16 dieses Let's Plays. Und ich habe mich ein wenig schlau gemacht, weil ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, dass wir, dass wir einfach das Fass nicht ausläuft in der Werkstatt. Und ja, es ist richtig, es war mein Fehler, sorry dafür. Ich habe einen Fehler gemacht, wir müssen nämlich das ganz anders angehen und deswegen machen wir das auch diese Folge auch nicht mehr. Wir gehen nicht mehr in die Werkstatt, es funktioniert anders. Ich habe mich endlich informiert. Ja, ich gelobe Besserung. Es war natürlich Quatsch, was ich gesagt habe. Also, teilweise. Und deswegen, entschuldigt. Entschuldigt, Leute. Und ich würde sagen, bald holen wir uns auch mal unser erstes Flugzeug. Was? Streik? Nee, das geht aber nicht. Da habe ich auch Freunde, die das regeln für mich. Streik geht gar nicht. Ich habe gehört, dass seine Piloten streiken. Ja. Ich kenne ihn. Danke. Und? Na, wo kommt der Anruf? Hallo? Chef, unser Flugpersonal hat den Streik beendet. Sie werden jetzt wieder fliegen. Sagt er einfach so, weißt du, ohne Telefon. Aber egal. Hallo Rick, was gibt's Neues? Nichts. Heute ist ja... Na gut, dachte, wo wir gerade schon mal hier sind. Naja, wie dem auch sei. Oh, hoppla. Ja. Gut, Stinkbombe haben wir. Hier, so. Duty Free, da müssen wir mal reingehen. Weil wir können uns hier nämlich was kaufen. Doch da. Geigenkoffer. Ja, der war auch ein bisschen teuer. Hast du recht? Sehr gut, mein Freund. Das machst du sehr, sehr, sehr gut. Warte mal. Okay, das ist schon das Neueste. Ich wollte gerade sagen, kann man nicht mehr kaufen. So, jetzt müssen wir nur ein bisschen warten, bis hier der Petrol Air aufmacht. Der schläft gerne ein bisschen länger, deswegen ist der auch erst im Info da. So, jetzt gehen wir hier rein. Und der kann den Geigenkoffer gebrauchen. Danke, das ist sehr aufmerksam von Ihnen. Drücken Sie doch einmal auf den Feuerlöscher außen rechts. Das wird Sie interessieren. Psst. Und jetzt können wir hier reingehen, Leute. Sehr schön, oder? Jetzt können wir ihn anquatschen. Was willst du, Schwächling? Es geht um einen Konkurrenten, schätze ich. Wie wär's denn hiermit? Achso. Eine Tarantel. Die kann ich gut für einen Auftrag gebrauchen. Jetzt wird ein Schuh raus, Freunde. Jetzt wird ein Schuh raus. Jetzt dürfen wir uns die Dartpfeile nehmen. Na gut. Aber nur einen. Okay. Nur einen. So. Aber vielleicht können wir doch also, trotzdem was machen. Es hier. Geht um einen Konkurrenten. Die Stimme kommt mir sehr bekannt vor. Ich glaube, das ist der Spence aus King of Queens. Müsst du gleich nochmal drauf achten. Wir nehmen Tina Cortez. Ja, Sunshine Airways. Und was soll ich ihm antun? Na, vielleicht doch nicht. Etwas ganz Persönliches. Ja. Etwas ganz Persönliches für meinen Konkurrenten. Ja, nehmen wir den Bakterien im Kaffee. Kosten nur 10.000 und die muss den ganzen Tag flitzen. Bakterien im Kaffee? Ich werde das heute Nacht erledigen. Sauber, mein Freund. Und das kostet... Ja, super. Auch da kriegen wir Rabatt. Ist doch wunderbar. Ha. Ja, so soll es sein. Tschüss, Flieger. Weg ist er. So, wie sieht's aus mit der Auslastung? Sind wir da mittlerweile besser? Nee, immer noch bei 3%. Ja, da müssen wir noch ein bisschen was machen. So, wir gehen mal in die Werbeagentur. Weil, das könnte hilfreich sein. Und zwar geben wir ihm jetzt den Dartpfeil. Oh, danke. Oh. Endlich haben wir wieder genug Dartpfeile für eine Runde. Wer trifft den Finanzminister? Aha, witzig, witzig. So, jetzt können wir uns die Diskette nehmen. Klar, falls ich sie mal brauche, sage ich Ihnen Bescheid. Diskette kennt keiner mehr heutzutage. Somit sind wir abgesichert, falls unser Notebook mal ja, den Geist aufgeben sollte. Sauber, schön. Sehr schön, so soll es sein. So, jetzt haben wir, wenn wir das richtig sehen, jawohl, siehst du, 1 und 2. Wir sind die Einzigen, die jetzt 2 Gates haben. Also hier, das bedeutet, dass wir 2 Gepäckannahme haben. Und hinten haben wir 2 Gates. Genau, so rum ist es richtig. Guck mal, gerade im Museum, vielleicht haben wir die Chance, ein gutes Flugzeug zu kriegen. Ein günstiges Flugzeug. Aber... sehr guten Zustand, aber nur 100 Passagiere. Ja. Okay, sehr guten Zustand, aber... ja.
7,3 Millionen, das ist ein bisschen viel. Wir können mal gucken. Ja, ich würde ungern jetzt Geld damit aufnehmen und uns ein Flugzeug kaufen, was fast doppelt so viel kostet. Ich breche an dieser Stelle erstmal ab. So, das machen wir später mal. Sorry, aber das ist mir noch zu teuer. Kommt alles noch. So, die Routen müssen wir fliegen. Wie gesagt, das führt erstmal keinen Weg dran vorbei. Das heißt, wir können auch mal hier so einen Auftakt, der hier ist, einfach mal ein bisschen schludern. Müssen wir nicht machen. Kriegen wir 190.000 pro Auftrag. Das ist, wenn wir drei Aufträge machen, sind das 190, sind das fast 200.000. Fast 600.000. Also zumindest 500.000 kriegen wir dann pro Tag. Und hier bei ihr, ja, da kriegt man immer ein bisschen weniger. Wir können mal gucken, ob wir für morgen einen schönen Auftrag kriegen. Für, ja, das könnte sein, dass wir davon mit der kleinen Wissen rumfliegen können. Ja, ich weiß nicht. Da waren jetzt nicht so gute Aufträge. Gucken wir mal bei Last Minute. Vielleicht ist da was dabei. Also 168 Passagiere und viel, also richtig weit kann die auch nicht fliegen. 2870, aber vielleicht haben wir Glück. Zum Beispiel, die könnte jetzt zum Beispiel nach New York oder nach Dallas in dem Fall fliegen, kein Thema. Aber sie schafft es nicht, den Flug zu machen für, mit Passagieren. Finde ich also ein bisschen komisch. So, das ist okay, aber ist nicht so doll. Boah. Ja, Frankfurt, Amsterdam, boah, keine Fracht, machen wir mal weg. Also brauchen wir nicht, würde ich jetzt nicht fliegen wollen. Ich wollte den nur weg tun, damit was nachrückt. So. Moskau, Frankfurt, 90, ja, das können wir machen. Das ist okay. 2000, aber mit ihr. Oh, habe ich mich verkalkuliert, glaube ich. Wir fliegen schon einmal Moskau-Frankfurt. Alter, 162.000, was habe ich denn gemacht? Ja, da müssen wir leider... Ach, Mist, ey. Die weg und... Was war das jetzt hin? Warte. Die muss hin. Ach, shit, ey. Ach, ich bin doch ein Trottel manchmal, ne? Ja, aber die, das ist keine Strafe, deswegen können wir die jetzt mal wegtun. Ach, Mist. Das war nicht so gut. Also... Clever war das nicht. Ansonsten können wir es lassen. Das ist, der Rest ist irrelevant für uns und überhaupt nicht interessant. So, was haben wir hier noch? Ist hier noch ein schöner Auftrag dabei? So ein fetter Auftrag. Weiß. Oh, guck mal, bis Mittwoch. Delhi, Manila. Müssen wir aber dahin. Mist, ey. Bis Mittwoch, das ist fast eine Woche Zeit. Ach, oh, guck mal hier, Moskau, Rom. Keine Strafe. Selbst wenn wir die nicht fliegen können morgen. 100, das schaffen wir eh nicht. Ja, das schaffen wir nicht. Ach, Mann, ey. 100, das heißt viermal fliegen mit ihr. Ja, das ist schon mal... ja... Ja, soweit so gut hier, ne? Alter Falter, ey. Ach ja. Das kriegt richtig Kohle. Also das sollten wir auf jeden Fall machen. Und dann nochmal hier. So. Und dann nochmal da. Ja, das ist okay. Und Delhi Manila ist zu weit weg, da... Das müssen wir einfach mal sagen, das geht einfach nicht. Das ist... Sorry, Leute, aber das ist nicht... Habe ich nicht gesagt, ich muss Route fliegen? Alter, das ist Kacke. Ich muss echt Route fliegen. 10 Tage haben wir Zeit. Das heißt, ich könnte versuchen... Ach, nee, komm. Wir lassen es sein. Finger weg davon. Gar nicht mehr in irgendwelche Reisebüros reingehen hier. Nur noch Route fliegen. So, was haben wir hier? Lima und Hongkong. Nehmen wir beides gerne dankend an. Jetzt lesen wir nochmal, was wir hier haben. Achso. Soll 17 Stunden dauern. Boah, der hätte uns 17 Stunden gekostet. Boah, Wahnsinn. Ey, das hätten wir nicht... Ich glaube, das hätten wir finanziell nicht überlebt. So, wie sieht Charts hier aus? Sicherheit ist gut. Können wir da irgendwas am Verbrauch machen? Cockpit. Sicherheitsniveau. Scheinwerfer. Fahrgestell. Aber so...
Verbrauch können wir nichts verbessern, ne? Ich glaube nicht. Schade. Das wäre auch noch cool, wenn man das machen könnte. Naja, egal. Wie dem auch sein. So, da fliegt wieder unser Flieger. Ich spule mal gerade ein bisschen vor, weil dann können wir nämlich nochmal zum Herrn Urich und gucken, ob wir was kriegen. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall. Diesmal wirklich. So, und? 3,9. Ja, Leute, mal gucken, wer das war. Guten Morgen zusammen. Den Lumpen. Leider gibt es Unerfreuliches zu berichten. Es hat einen Sabotagevorfall bei Phoenix Travel gegeben. Ihr. Arbeiter wurden zum Streik aufgehetzt. Das sind widerliche Geschäftspraktiken. Auf die Sabotage Fall. Nimmt hier allmählich Überhand. Aber ich habe eine Ahnung, wer dahinter steckt. Und wenn ich Beweise habe, dann kann derjenige sich warm anziehen. Wenn er sagt, er hat eine Ahnung, wer das sein könnte, sehr gut, die zwei haben wir, dann ist es beim nächsten Mal soweit, dann kriegen wir wieder Kohle dafür. Ist zwar nicht schön, aber im Moment bringt das Kohle, ne? Das ist dann nur Halbkacke. So, die können wir aber mitnehmen, weil das ist auch, ja. Ja, alles klar. Das ist quasi ein Nudel, die wir ersetzen können. Ob wir das wollen, weiß ich auch nicht. Jetzt gehen wir nochmal rein. Aber zumindest keine Strafe, die wir da befürchten müssen. Ja. Nee, können wir vergessen. Also würde ich jetzt nicht machen, weil wir die Route fliegen müssen. Ich habe es bereits erwähnt, ich lasse es jetzt auch. So, Route hat definitiv Vorrang. Aber kann nur die fliegen, ne? Ja, komm. Hat kein Zwin. Vielleicht kriegen wir, pass auf, ich muss es ja nicht wegschmeißen, aber vielleicht kriegen wir jetzt noch gleich ein schönes Flugzeug. Ein neues Flugzeug. Oder ein gebrauchtes, sagen wir so, ein gutes gebrauchtes Flugzeug. Vielleicht haben wir Glück. Ich lasse es mal kurz und ansonsten können wir es ignorieren. Zumindest versuchen. Ich kann sowas schlecht ignorieren, wenn es da in einem To-Do-Ordner ist quasi, ne? So, was kriegen wir hier? Ach ja, das ist der große... Ja, großer Auftrag ist es nicht, aber gibt auch noch mal ein bisschen Kohle. Sehr schön. So, hier können wir raus. Was war das denn? Frankfurt-Nairobi. Freitag. Mit der großen Frankfurt-Nairobi. Also das, ich gucke schon wieder. Nein, nein, nein. Raus. Hat keinen Zweck. So, wir gehen darüber und gucken mal, dass wir ein Flugzeug kriegen. In der Hoffnung, dass dem so ist. Wer weiß, wer weiß. Ich spule mal ein bisschen vor gerade. So, da macht's auf. Und, wie sieht's aus hier? Sehr gut. 9, wow. Ist ja noch teurer als das vorhin. Dann 7, noch was. Wie sieht die aus? Ja, auch gut. Und sie hier? Boah. Krass, zu teuer. Schade. Nee. Können wir nicht machen. Shit. Das ist echt zu teuer. Das bringt uns gar nichts, wenn wir das machen. Oh, hier, Frankfurt-Reykjavik. Keine Vertragsstrafe. Machen wir. Tokio-Singapur. Auch keine Vertragsstrafe. Machen. Moskau-München. Keine Vertragsstrafe. Machen. Alles machen wir. Wir gucken mal, ob wir irgendwas davon unterbringen können. Hier, Frankfurt-Reykjavik. Ab da sind wir wieder ein bisschen flexibler, glaube ich. Okay. Gut, dann nicht. Aber die kann ich ja auch fliegen. So, wunderbar. Dann steht die wenigstens in Reykjavik und das bringt uns 1,4 Millionen. Von daher ist das okay. Und hier die Moskau-München, die kann auch mal fliegen. Von Frankfurt aus. So. Jawohl, wunderbar. Mhm. Das bringt uns auch nochmal Kohle. 63.000 und nochmal, ja, 120.000 fast. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, was ist noch offen? Dann hier die Tokio-Singapur. Ja, aber die werden wir nicht schaffen. Ah, nee, das ist Quatsch. Die habe ich nur mitgenommen. 1,8, aber ich würde gerne in die Route fliegen. Damit ich das ein bisschen etabliert und wir das Image steigern können. Ja, ist okay. Das bringt uns also gar nichts. Hier, vielleicht der. Ja, das ist zu weit weg. Aber ich nehme mal mit, damit auch die anderen den nicht fliegen. So, ich kann ja auch mal gucken. Ja, bringt nichts. Und die kann nur von der Erfurt geflogen werden. Ja, weg damit. Okay. Haben wir noch was? Was Neues dazugekommen ist? Nichts Interessantes? Nö.
Nö. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz zur Bank und gucken, was wir neue Aktien vielleicht kriegen. Ich bin ein bisschen scharf drauf, den Zuckerrohr rauszuschmeißen. Aber, ne? It is, it is. Von. Ne, keine Aktien. Schade. Ist ja okay. Eigentlich mit vier oder mit drei Gegnern an sich, mit vier Spielern hier, das ist ja eigentlich ganz witzig. 5%, wir schaffen's. In der roten Zone herrscht Parkverbot. Dann würde ich eher sogar hier die Berlin-Frankfurt wegschmeißen. Das wäre es mir wert. So, jetzt können wir gerade gucken, wer hier noch fliegt. Keiner. Heute ist nichts mehr los hier am Flughafen. Dafür sind aber sehr viele Leute hier. Warum? Athen ist auch gut, würde ich nehmen. Warum sind denn so viele Leute hier? Wenn die nichts ist. Pass auf, wir gehen nochmal ins Reisebüro. Wie sieht's aus? Wie sieht das Image meiner Firma aus? Sie sind noch recht unbekannt. Von 1000 Leuten kennen gerade mal ein paar Phoenix Travel. Dann würde ich sagen... Ich möchte in einer großen Werbekampagne das Image von meiner Firma und meinen Routen verbessern. Da sind Sie genau richtig bei mir. Was schwebt Ihnen denn so vor? Ein paar Flugblätter, Anzeigen oder Radiospots? Ja, komm, ist gut. Hier. Spots im Radio wären ideal. Da habe ich schon gute Ideen. Ich mache mich sofort an die Arbeit. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Wie sieht das Image meiner Firma aus? Sie sind noch recht unbekannt. Von immerhin ein bisschen dazu. So, der Rest ergibt sich sowieso, weil wir Route fliegen und dann, ne, Image verbessern. Läuft, Leute, läuft. Sehr gut. Okay. Was leider nicht mehr läuft, ist diese Folge. Denn die ist leider auch schon wieder vorbei. Und ja, ist halt schade, aber die Zeit geht manchmal so schnell rum. Ich glaube, wir machen uns ganz gut. Wir haben immer so im Schnitt so 4 Millionen Maximum. Oh, da muss aber einer auf Toilette. Na, wer das wohl gewesen ist? Wäre dem Sunshine Airways da, wo was im Kaffee getan hat? Ich weiß es nicht. Unsere erste Sabotageaktion übrigens, das finde ich sehr gut. Und da sehen wir gleich nochmal Flitzen. Hier, noch einmal zum Schluss, weil es so schön ist. Na, du kleines Biest. Na, da muss aber einer nochmal gerade wohin. Du bist ein kleines Biest, ehrlich. So. Geschieht dir recht. Geschieht dir recht. Ich glaube, da werden wir noch ein paar schöne Streiche spielen. Bin ich mir sehr sicher. Sie hat ja schließlich angefangen. Aber Sigi Sorglos hat auch angefangen. Also jetzt mit uns zu ärgern. Müssen wir uns also auch nochmal wehren. In diesem Sinne, das machen wir morgen. Wünsche ich euch erstmal viel, viel Spaß. Ja, gutes Erholen und wir sehen uns morgen wieder. Falls ihr gefallen hat, nicht vergessen, Daumen hoch oben. Würde mir auf jeden Fall sehr helfen, wenn du das machen würdest. Danke dir. Bis morgen. Ciao.